So, einen wunderschönen guten Tag aus Minneapolis. Wir sind angekommen und hinter mir ist das US Bank Stadium. Hier gibt es die VCon, also die große Konferenz für NFT von Gary Vaynerchuk. Und jetzt sind wir hier. Nicht nur ich, sondern auch Mike Hager. Und Mike Hager ist sozusagen das deutsche Pendant von Gary Vee. Er ist die Nummer 1 in Sachen NFT in Deutschland. Ich werde für ihn ganz viele Videos produzieren. Content-Videos, Interviews, Highlight-Film. Es gibt eine richtig, richtig große Auswertung aus dem ganzen Projekt hier. Es ist ein wirklich Mammutprojekt. Auch ein bisschen ein Experiment, denn wir wissen nicht so richtig, was wir bekommen. Wir dürfen Backstage, was das Schöne ist. Das heißt, wir kommen ganz nah ran und ja, haben hier die Möglichkeit, ganz, ganz viel tolles Material für Mike zu drehen, das dann nach und nach auf Social Media, auf seinen Kanälen dann veröffentlicht wird. Und ja, so ein bisschen go with the flow, ja. Let's see what happens, ja. It was super interesting to meet people. I mean, he is one of the most renowned artists in the NFT space. Was really one of the highest highlights. Okay. That's a tough question. I only have the tough question, right? Da sind wirklich richtig, richtig viele Perlen dabei. Es hat sich einiges ergeben, muss man sagen. Noch ein paar Worte zu Mike. Mike ist wirklich auf diesem Gebiet der NFTs absoluter Top-Experte. Nicht nur Experte, er ist echt eine Marke, muss man wirklich sagen. Ist auch wirklich auf Du und Du mit den Stars und ein hervorragender Netzwerker und dazu ein super Typ mit einer tollen Ausstrahlung. Und das hilft extrem beim Film, ja, weil wir uns die Bälle hin und her spielen können. Ich stelle ihm eine Frage, hey, Mike, erzähl mal, hey, gerade Logan Paul, wie ist es und so. Und wir spielen uns die Bälle hin und her und es ist Gold wert wirklich für so ein Filmprojekt. Weil wir nicht alles zu Ende planen können, auch nicht wollen, sondern weil wir wirklich auch sehr intuitiv handeln und das macht das Ganze so unglaublich spannend. No way! Everything. Amazing! Amazing. Holy shit! Education, time, education, time. Oh, well, congratulations on that. Now you got a film team here. Und was natürlich auch geil ist, ist einfach die Community. Mike hat hier einige Leute aus seinem Mentoring mit dabei. Ich glaube, hier entstehen auch wirklich Freundschaften. Und das ist halt weit mehr als ein Mentoring, weil wirklich die Leute richtig krass sind. Also fachlich, aber auch menschlich wirklich erste Liga. Oder nicht erste Liga, eher Champions League. Und das ist schön, dass es hier nicht so eine kryptische Welt ist, wo es nur um NFTs geht und nur um das schnelle Geld. Im Gegenteil, es geht hier sehr, sehr stark um die Gemeinschaft, um die Gespräche, um das Miteinander. Und das ist eine, ich habe es selten so erlebt, so eine krasse Hilfsbereitschaft, eine Offenheit gegenüber, also Chapeau. Es ist nicht nur einfach eine Konferenz, es ist wirklich wie ein Festival und irgendwie so typisch Ami-like. Ne? Also es ist so, dass da viel Musik drin ist. How was your day? It was one of the most amazing days of my life. It was really good. Same really for good. Me. Really good. Unbelievable. Met so many nice people. Unbelievable. Deckel drauf, mehr kann man jetzt eigentlich nichts. Nothing more for today. Wir sind sehr, sehr happy, wen wir alles getroffen haben, was alles passiert ist in dieser aufregenden Zeit in Minneapolis. Viele Eindrücke, die du erstmal verarbeiten musst. Also man sieht es mir wahrscheinlich an, ich bin da doch sehr, sehr platt, glaube ich. Wir können wahnsinnig glücklich sein und es werden ganz, ganz viele Filme jetzt aus dieser Reise entstehen. Das Ganze ist so aus der Rubrik kaputt, aber happy. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Minneapolis.
sind wir fertig, oder was? Ja, sei denn, du willst noch irgendwas sagen, was du jetzt noch nicht gesagt hast. Ich finde dich super, Clemens. Du machst einen geilen Job, das soll ich sagen. Ja, ja, klar, das muss auch mal. Endlich ja. Sag's mal einer. Ja, ja, es ist. Das, Mensch, wie lange habe ich jetzt dafür geschuftet? Wie lange, dass mal einer. Dieser Mann ist eine absolute Maschine, wenn es um Filmaufnahmen, Fotos und Videos geht.